So, hallo liebe Freunde und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge I Am Alive. Und wir befinden uns hier in einem umgestürzten Gebäude. Lustigerweise, ich finde das sehr interessant. Und wir können hier weiter hochklettern. Ist noch viel interessanter. Hopp. Und hopp. Wir klettern hier quasi gerade eine Toilette nach oben, meine Freunde. Ich glaube, das ist der Right Way of Life. Allerdings ging es da unten noch weiter, glaube ich. Unten hier unter der Tür. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich kann auch nicht zur Seite gucken. Das erlaubt mir das Spiel gerade nicht. Ah, jetzt kann ich wieder nach vorne gucken. Oh, hier geht's runter. Runter ist nicht gut. Also, wie gesagt, wir waren so bescheuert und sind in ein umgestürztes Gebäude gekraxelt. Ja, ob das jetzt alles so schlau war und alles so stabil war, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir sind ja auch schon mal ein umgekipptes Gebäude runtergerutscht, ne? Erinnert ihr euch? Und ups, nein. Alle, und ab, immer das Klo hoch, genau. So muss das sein. Schön an dem Türsage festhalten. So. Wo sind wir jetzt? Da vorne scheint es durchzugehen. Da vorne scheint ein Durchgang zu sein. Oh Gott, das Ganze ist mir hier echt nicht geheuer. Hopp. Oh. Oh, 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 oh. Das war's mit Weg zurück. Oh je. Diese Laken, die überall vorhängen. Warum ist es jetzt einmal so dunkel? Weil ich einen Laken vor der Nase habe oder was? Ach nee, hier ist generell recht dunkel. Verrückt. Alter, wo muss ich hin? Ich habe keine Orientierung hier. Muss ich nach unten? Ich glaube, ich muss nach unten, ne? Na gut, das kaschiert wahrscheinlich schon so ein bisschen, dass es hier arschdunkel ist. Weil sich das ganze Licht irgendwie reduziert. Hopp. Ich mach mal einen Sprung hier rüber. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich glaube eher nicht. Dann werde ich mal hier runter. Komm, geh doch auch. Ich bin verwirrt. Hier ist. Doch, hier ist ein Durchgang. Hier wird's wieder. Na, ich hätte beinahe gesagt, hier wird's wieder hell, aber dem ist nicht so. Der Raum ist einfach nur weiß. Hopp. So. Unten müssen wir lang, glaube ich. Hier ist ein Sofa. Bequem. Hier ist wieder so ein Laken. Diese Laken sind ganz schön komisch. Das wird wieder hell. Okay. Fast so geil wie der Nebel bei Dark Souls, dieser Türnebel. Ich finde immer noch, dieses Spiel hat auch gewisse Ähnlichkeit. In einem gewissen, aber im anderen Genre gesehen, quasi. Ui, ich glaube, das wird nicht gesund, wenn ich mir da runterfalle. Dann mache ich einen direkten Abgang. Aber sowas von direkt. Okay, sieht gut aus. Ah, doof ich. No way I can drop that far. Ach, sag. Wollte ich doch auch gar nicht. Warum springt der jetzt rüber? Weil ich A drücke, ne? Ich Doofkopf. Eieieiei. Wie ich mich freue. Rohr. Hä? Ich sehe aber keinen wirklichen. Das Rohr. Okay, von mir aus runter. Ach, da die. Okay, 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 okay. Geronimo. Ich frage mich, was ich vom Beruf war damals. Also ihr, unser guter Hauptcharakter.
Oh, ja. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er ein Toter. Okay, das Ganze nochmal. Das ist wieder Tastlegasthenie gewesen. Kurz mal Luft holen. Hopp. Obwohl, ich hätte mich einfach nur rüberfallen lassen müssen, glaube ich. Okay. Naja, besser als nichts, ne? Scheiße! So ein Mist. Enterhaken und sonst verballert. Ich wusste nicht, dass das so knapp gemessen ist mit der Zeit. Ist schon hammerhart. Ist ja schon allein hammerhart, dass ich hier rumkletter. Alter, das hält doch alles nie im Leben. Guckt euch mal an, wie dünn das ist. Und der klettert da einfach rauf, ey. Apropos raufklettern. Ja, jetzt ist nur die Frage, muss ich nach rechts oder nach links? Muss nach rechts. Andere Möglichkeit habe ich gar nicht. Die ganze Sache muss immer schnell gehen hier. Meine Güte. Also jetzt komme ich hier schon sehr schnell an die Grenze. Was schon echt heftig ist. An die Klettergrenze. Ich würde doch gerne mehr Scherze machen. Wenn mir mal welche einfallen würden. Aber das ist mir alles zu... Eieiei. Zu erregend. Oh, was liegt denn da? Eine Knarre. Schön. I need this. Aber sowas von. Und wer bist du? Ja, will ich gar nicht wissen. Werde ich wohl auch nie erfahren wahrscheinlich. Ne? Das ist die, das ist die Bahnhaltestelle wahrscheinlich, ne? Da unten. So. Und du können. Ich weiß ja schon, wo es lang geht. Schraubst ja gerade schon erspäht. Und zwar wieder nach oben. Oh, ich freue mich. Hopp. Eins, zwei, drei, vier, hepp, hepp, hepp und hopp. Alle, hepp. Ich versuch's mal mit, mit Wasser, nee. Mit Wasser kompensieren? Doch. Ja, Obstsalat. Obstsalat? Na gut, ich habe ja ein bisschen Obstsalat, habe ich ja hier. So ist das ja nicht. Und hopp, geschafft. Ich freue mich. Wie ein Schneekönig und schon wieder klettern. Ist ja schon lange her. So. Ja, der Kurs geht weiter nach oben. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich wette, jetzt muss ich zum großen Gebäude rüber. Ah, ich hasse es, wenn ich recht habe. Verdammt. 8 Wiederholungen, meine Freunde. Und auch nur, weil ich das eine Mal schön in den Abgrund gefallen bin. Mal gucken, was wir alles damit anstellen können. Ach, ist das süß. Ist das das gleiche Gebäude? Nee, ne? Das ist ein ganz anderes Gebäude. Ja. Es geht wieder nach oben, meine Freunde. Es geht wieder weit nach oben. Ja, hoch, hoch, rüber. Dann kann ich mal gucken, ob ich da eine Pause machen kann. Ach du Scheiße, ist das hier verzwirbelt?
Ich könnte auch darüber, darüber, daran, da hoch und überhaupt und ach, Kacke, ey. Spiel, ich hasse dich. Jetzt muss ich erstmal hoch. Komme, was wolle. So, jetzt da hoch. Hoch. Oh oh. No way I can drop that far. Ja, ja, ist mir schon klar. Jetzt spring doch auch. Pause. Okay, ich muss doch den komplizierten Weg. Ich hatte gehofft, dass es einfacher geht. Klarer Fall vom Pustekuchen. Ganz klarer Fall vom Pustekuchen. Boah, es ist schon wieder so spannend, ne? Alter, ich geh kaputt. So, wieder Schuss. You're a sight for sore eyes. Muss ich jetzt wieder runter? Also ich muss ja hier rüber zurück. Werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Na, wahrscheinlich doch, aber bringt mir nichts. Ich muss tatsächlich wieder nach. Moment, was ist das denn da? Oh! Ich verstehe. Ich verstehe. Oje, oje, oje. Das Spiel macht mich fertig, Freunde. Was ist denn hier unten? Was geht denn hier unten so ab? Jetzt hat mich gerade wieder die Neugierde gepackt. Zu gucken, ob es hier unten irgendwas zu holen gibt. Weil die, weil die Dinger nach oben führen, beziehungsweise nach unten führen. Aber das sieht nicht so aus. Hier ist überall tote Hose. Ist er hier oben. Und ja, ich wollte gerade sagen, mir schwant schon Böses. So, Selbstmordkommando. Alle ab. Und hoch. 1, 2 und ab. Ein Kletterhaken. Super. Eine Möglichkeit mehr als vorher. Die wir uns ja leider selber verbaut haben. Der kann da nicht runter. Gucken, ob ich die Gegend ein bisschen eruieren kann. Und ich glaube, ich muss nach unten. Verrückt. I don't think I can make that drop. Ja, habe ich mir fast gedacht. Drecksack, du musst doch noch da unten, ne? Was bringt mir doch alles gar nichts? Ich bin verwirrt. Liebe Freunde, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kann ich mich hier irgendwo dran haken? Hm.
Aber da bin ich doch hergekommen. Oje, oje. Das kann was werden, Freunde. Das kann echt was werden. Sag mal, bin ich zu blind oder gerade ein bisschen zu blöd? No way I can drop that far. Der springt da nicht rüber? Ah doch, den macht er doch den Sprung. Super. Komm. Pause. Boah, ey, ich hab Gänsehaut, Leute. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hab echt Gänsehaut. So, ich bin wieder in der Etage oben. Oh je. Oh je, Mine. Mein nächstes Ziel ist das Fenster oben rechts. Ich bin mich am Konzentrieren. Das Ding macht gleich einen Abgang. Das hier auch. Das hier auch, das hier auch, das hier auch, das hier auch, das hier auch. Komm. Alter, hör auf mit so einem Scheiß, ey. Boah. Boah, Alter, Entschuldigung. Da bin ich an das Mikro gekommen. Ey, nee, Alter. Ich hab die pure Gänsehaut forever, ey. Ein ganzes Nix dagegen. Alter Schwede, ey. Mein Mund ist auch schon ganz trocken, weil ich die ganze Zeit durch den Mund atme, weil ich hier fast hechel. Alter, ist das spannend, ey. Das ist ein Spiel, Leute, das ist Wahnsinn. Also ich kann nur sagen, dass es sich wirklich lohnt. Das war eine gute Entscheidung, dass ich mich dafür entschieden habe. Das sieht auch geil aus. Wie das darüber gekippt ist, das Gebäude. Mal über den Tisch drüber. Oh. Freunde. Oh. We don't want any trouble. Just go. Get the hell out of here. Ja, ja, ich bin ja schon wieder weg. Ich bin ja schon wieder weg. Ich glaube, ich muss die Herrschaften umgehen. Die sind böse. Allerdings sollten die auch nichts böse, also was heißt böse, auf jeden Fall wollten die mich nicht gleich umbringen. Wollten sich, glaube ich, nur selbst beschützen. So, bin ich die einfach mal umgangen. Ist ja jetzt auch nicht schlechtes. Ich hätte die natürlich auch töten können. Aber wenn die nicht gleich auf mich losgehen, warum sollte ich die dann umbringen? Das macht ja keinen Sinn. Mal gucken, wir treffen dich. Oh, ja, 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 nee, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Nee, ich bin schon weg. Alles gut. Ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Freund. Ich will nur nach oben. Alles gut. Außerdem waren das zwei Leute mit Knarre. Das hätte ich im Leben nicht überlebt. Das wäre eine satte Schießerei geworden. Die habe ich schon nicht vor. Ich hoffe, ihr folgt mir auch nicht weiter. Habe ich auch wieder ein bisschen Zeit, mich umzugucken, hoffentlich. Nee, habe ich keinen. Ach, da ist ja noch jemand.
Okay. Ja. Puh, das wird interessant. Da vorne sitzen wieder welche. Mal gucken, was das bringt. Bis dahin sage ich aber erstmal Tschüss. Die Folge ist schon wieder vorbei. Und es geht spannend weiter in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen.